Ranking-Faktoren 2013, Teil 4, der Content. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie schauen websitemarketing.ch. Search Metrics hat dieses Ranking rausgegeben, dass die Korrelation zwischen Maßnahmen, SEO-Maßnahmen und dem Ranking beschreibt. Heute geht es um den Content. Die letzten drei Male habe ich berichtet über den Input, den Impact von sozialen Netzwerken, von der Technik und von Backlinks. Schauen wir uns das gleich zum Thema Content an. Das ist hier die Seite von Search Metrics. Sie können sich die Studie auch runterladen und das ist hier die Übersicht zu der Korrelation zwischen eben einer Maßnahme und heute geht es um die hellblauen hier, also beispielsweise die HTML-Länge, das wäre die Maßnahme und dem Einfluss aufs Ranking. Je weiter dieser Balken hier ausschlägt, umso größer ist der Einfluss. Schauen wir uns das Thema Content an. Haben wir hier HTML-Länge, also dass Sie nicht zu viel Code haben, ganz ein entscheidender Faktor. Anzahl interner Links ist wichtig, dass Sie gut intern verlinkt sind. Die Bilder, die haben zugenommen. Das Einzige, das nach rechts da ausgeschlagen habe, sind die Bilder. Also packen Sie Bilder auf Ihre Seite drauf, das ist positiv. Die Textlänge ist wichtig, das kann man nicht genug wiederholen. Anzahl Worte, auch der Punkt wieder im Text drin. Massiv zugenommen, wenn Sie schauen, von links außen bis hier rechts rüber. Das war letztes Jahr noch ein negativer Faktor, ist heute ein positiver Faktor. Wir sprechen so von 200 Wörtern pro Seite, das wäre eigentlich optimal. Keywords in internen Links, auch wenn Sie intern verlinken, ist es entscheidend, dass Sie vom Keyword aus linken. Existenz-Keyword im Body, das geht wieder ins selbe Thema rein wie der Punkt hier oben. Anzahl externe Links, linken Sie raus, war früher nicht unbedingt ein positiver Faktor, macht heute nicht mehr sehr viel aus, auch hier vom Keyword aus ganz okay. Und dann kommen hier ein paar zum Thema Add Links, also da geht es ums Thema, wenn Sie Links rausgeben, dass eben gekaufte Links sind, ohne AdSense. AdSense ist praktisch das gleiche wie AdWords, aber eben auf Ihrer Seite. Hatte früher einen schlechten Einfluss auf Ihr Ranking, weil es natürlich Schindluderei getrieben wurde. Man hat sich versucht, möglichst viele Besucher über Backlinks auf die Seite zu holen, über kopierte Inhalte und so weiter und dann wieder Ads mit AdSense Geld verdient. Das wollte Google vermeiden, ist aber heute offenbar korrigiert. In dem Bereich jetzt hier unten sieht man dann, dass AdSense stark zugenommen haben. Keyword in H2, wichtiger Faktor. Dann eben die Adlinks für sich. AdSense stark zugenommen, das war letztes Jahr überhaupt nicht so. Auch die Anzahl von AdSense-Blöcken hat sich positiv ausgewirkt. Logischerweise verdient da Google Geld damit, mussten sie ja korrigieren. Klar muss das hier auf der rechten Seite sein, hat jetzt aber doch ein Jahr, zwei gedauert. Das Keyword in H1 drin, plus minus 0. Und die Titellänge, das ist das, was oben im Browser drin steht, die hat leicht zugenommen. Das also die Content-Faktoren, ganz ein entscheidender Teil auch hier. Allerdings das, was am wenigsten ausschlägt aus diesem Korrelationsdiagramm von Search Metric, also Content is King, scheint da nicht so wahnsinnig zu überzeugen, ist aber trotzdem ein sehr wichtiger Faktor. Würde mich interessieren, welche Erfahrungen ihr zu dem Thema gemacht habt. Kommentare wie immer hier, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG. Sie haben websitemarketing.ch geschaut.